Herr Wieland, unserem Publikum sind Sie ja als Streiter wider der Zerstörung unserer Natur- und Kulturlandschaft und auch Architektur bekannt. Was ist denn die Motivation? Warum sind Sie so ein Kämpfer geworden? Weil ich eigentlich nach dem Krieg in einem relativ friedlichen Bayern aufgewachsen bin, wo es überall schön war, vor allem auf den Dörfern. Es sind ja nur die ganz großen Städte zerbombt worden. Aber auf den Dörfern ist ja keine Bombe gefallen. Und dann fielen die Bomben auf einmal in den 50er, 60er, 70er Jahren und haben so viel zerstört. Und es gab so viele staatliche Fördermittel, die noch einmal die Zerstörung angepustet haben. Also die Flurbereinigung, der Straßenbau, die Alleen wurden beseitigt und was weiß ich. Also es wurde dem Land nicht nur Schönheit, sondern einfach natürlicher Reichtum geklaut. Da musste ich was sagen. Ich habe ja das Gegenteil gelernt. Ich habe bayerische Landesgeschichte studiert, ich kann Dorfgrundrisse lesen, ich konnte Fluren lesen. Heute muss man das auf alten Katasterplänen. Die Landschaft gibt es nicht mehr her. Die Wallfahrtswege sind weg. Die Straßen, wo die, oder die Wege, wo die Juden ihre Toten zu den Friedhöfen in Franken gebracht haben, die mussten ja außen um die Dörfer rumgehen. Das konnte ich alles noch aus der Landschaft lesen, wie ich studiert habe in den 50er Jahren. Dann war es weg. Bezahlt mit Steuergeldern, gefördert. Sie haben jetzt gerade von Bomben gesprochen, die Bomben, die in den 50er Jahren kamen. Können Sie das nochmal konkretisieren? Was meinen Sie mit Bomben? Das Alte war auf einmal nichts mehr wert. Es war ja auch zum Teil so durch Flüchtlinge, durch, mein Gott, es gab den Ersten Weltkrieg, es gab die Wirtschaftskrise, die Inflation, die Arbeitslosigkeit. An den Häusern ist ja nichts gemacht worden, 50 Jahre lang mindestens. Das würden moderne Häuser ja gar nicht aushalten, was die gotischen Häuser zum Beispiel in Landshut, in meiner Heimat, ausgehalten haben. Aber natürlich, ja, dann mein eigener Großonkel in Regensburg hat so einen Satz gesagt, mei, wenn wir mehrere Bomben in Regensburg gefallen wären, dann hätten wir jetzt eine neue Stadt. Das war so dieses Denken. Dann kam ja von den Architekten auch, mein Gott, also niemals mehr das bauen, was Hitler wollte, den Heimatstil. Das Auto kam, die autogerechte Stadt. Also es gab ja Philosophien noch und noch und noch und noch, die alle eigentlich immer in Zerstörung und in der Respektlosigkeit vor dem Alten, die Qualität nicht erkennen, die Unfähigkeit, eine neue Stadt zu bauen, das verfolgt uns ja bis heute. Wir können ja immer noch nicht oder werden es wahrscheinlich auch niemals mehr können. Alle wollen in die Altstadt, alle, auch die Großkonzerne, alle wollen in die Altstadt, die Leute gehen in die Altstadt. Die fahren ja nicht ins Neubaugebiet nach Landshut, um Landshut zu besuchen. Also, das habe ich gesehen. Ich habe auch mich immer schon für Architektur interessiert, hatte auch immer hervorragende Lehrer übrigens, die mir beigebracht haben zu streiten, die auch damals im Radio und in der Presse gestritten haben, wenn etwas abgerissen werden sollte. Das waren meine Beispiele. Und das mache ich heute noch. Ich höre ja nicht auf, weil ich finde, ich muss das tun. Es gibt so viel Schweigen, auch in den Elfenbeintürmen der Wissenschaft. Jeder hat irgendwo Bedenken, sich da zu äußern, weil er vielleicht einen Auftrag vermasselt oder ach, es gibt so viel Abhängigkeit. Also Sie sind nicht altersmilde geworden? Nein, komme ich mir noch nicht vor. Ich muss aber ehrlich sagen, diese Zahl überrumpelt mich jetzt irgendwo. Ich spüre sie noch nicht so. Ich denke, auch in meiner Jugend waren 80-Jährige ja schon was, also das waren ja echte Greise. Ich weiß nicht, ob es die Chemie ist oder das bessere Essen, das viele Eiweiß oder was weiß ich, was es ist. Vielleicht hilft es auch, wenn man sich ärgert oder wenn man sich engagiert. Aber ich fühle mich jetzt nicht unbedingt alt, auch wenn ich
viele Dinge nicht mehr tun möchte. Also mit einem jungen Fernsehteam durch die Dörfer zu ziehen, das steht man immer zu. Das sollt ihr machen. Das müssen die Jungen, die müssen weitermachen. Das ist ja auch mein Problem. Ich als jetzt alter Mann soll da noch immer die heißen Kartoffeln anfassen. Das ist ja eigentlich nicht mein Job. Es müssen ja welche nachwachsen. Ich habe auch eigentlich immer gedacht, ich bekomme genügend Junge, die das gerne übernehmen. Ist nicht so. Dann müssen Sie noch ein bisschen weitermachen. Man kann ja Ihre Thematik, sage ich mal, auf dieses bekannte Spiel Stadt, Land, Fluss eigentlich aufteilen. Sie haben sich über die Zerschandelung der Städte Gedanken gemacht. Sie haben geschaut, was an dörflicher Struktur kaputt geht. Und Sie haben sich um die Natur auch Gedanken gemacht, Stichwort Donauausbau. Gibt es irgendwas in Ihrem ganzen streitbaren Leben, in Ihrer ganzen streitbaren Bebilderei, was Sie am meisten geschmerzt hat? Am meisten persönlich hat mich die vielen Abrisse in meiner Heimatstadt Landshut. Die haben mich wirklich persönlich getroffen, weil es meine Jugend ist. Anderes ist natürlich die Gleichgültigkeit oder diese perfekte Lobbyarbeit der Industrie, des Bauernverbandes, der staatlichen Institutionen, der Politiker überhaupt, die immer noch Dinge fördern, die eigentlich der Zerstörung nur Vorschub leisten. Ich sehe im Moment in Bayern den Schutzgedanken auf einem so niedrigen Niveau, also das war noch nie, als ich noch gestritten habe, konnte man Menschen noch erreichen, Politiker, Ministerpräsidenten, mit Kritik. Heute habe ich das Gefühl, dass das prallt ab. Es interessiert nur noch die Vermarktung, nur noch das Geld, nur noch der politische Erfolg. Das ist mir zu wenig. Der Schutzgedanke ist in Bayern, der so schön in der Bayerischen Verfassung schon drinsteht. Also da gibt es Paragraphen, da steht alles drin, wie man dieses wunderschöne Land behandeln müsste. Darauf legt jeder Minister, jeder Ministerpräsident seinen Eid ab auf dieses leider dann wohl geschlossene Buch. Sie müssen es aufklappen, lesen, verwirklichen. Da sind Paragraphen drin, der 141 in der Verfassung des Freistaats Bayern. Das empfehle ich jedem zur Lektüre, jedem Politiker. Aber nein. Im Moment spielt das Geld eigentlich nur noch eine Rolle, wo wir so reich sind wie noch nie, wo die Geschäfte so gut laufen wie noch nie. Aber die Gier ist unermesslich gestiegen und steigt jeden Tag. Was würden Sie denn als, in Anführungszeichen, Heilmittel empfehlen? Wir haben ja in der Tat, gerade was die großen Städte in Bayern angeht, einen gewaltigen Siedlungsdruck. München, aber auch Augsburg, die ganzen Städte boomen ja. Und diesen Siedlungsdruck gibt es natürlich auch in die Speckgemeinden drumherum, die dadurch natürlich auch ihren dörflichen Charakter verlieren. Was würden Sie denn sagen, wie sollte man damit umgehen? Ja, wir müssen mal wieder lernen, Städte zu bauen. Wir zersiedeln nur andauernd. Fläche spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ja falsch. Die alten Städte sind ja so toll, weil sie so kompakt sind, weil sie Fußgänger, die sind ja nicht fürs Auto geplant, sondern für den Fußgänger. Und die Leute haben ja von den Äckern vor der Stadt gelebt. Also bei uns ist kein Maßstab mehr, weil wir keinen Maßstab brauchen. Das ist, wir glauben, die Flächen reichen ja unendlich. Was interessieren uns die Nachfolgelasten? Es kostet ja alles. Je mehr Straße, je mehr Kanalisation, je mehr Infrastruktur, das kostet ja alles. Das muss ja alles wieder repariert werden. Das kann ich jetzt einmal hinstellen, aber es ist ja, das sind ja Dauerlasten für die, die nach uns kommen. Ich denke, die nach uns kommen, diese Generationen, unsere
Enkel, Urenkel und so weiter. Von den Kindern will ich in meinem Alter schon gar nicht mehr reden, die sind die gleichen Verbraucher und Konsumenten. Aber die anderen werden es büßen, die nach uns kommen. Wir leben in Saus und Braus, das steht uns nicht zu. Wir rechnen nicht. Wir sind Ellbogenmenschen, wir sind Egozentriker, wir denken nur an uns, wir denken nicht weiter. Was müsste sich in den Köpfen ändern, dass so etwas wie die Diskussion um den Moserbräu in Landshut ad acta gelegt wird? Und man sieht es ja in den vielen alten, gewachsenen Dorf- oder kleinstädtischen Strukturen auch, da stehen die schönsten denkmalgeschützten Häuser leer. Von draußen am Land, vor der Tür wird dann der Lidl gebaut. Was müsste sich ändern? Ja, was müsste sich ändern? Ich habe es ja eigentlich schon vor 40 Jahren gesagt. Die Filme sind ja da. Ich weiß nicht, ob man es besser formulieren könnte. Aber es hilft natürlich nicht unbedingt, wenn sie im Archiv rumliegen. Ich sage immer, die Kirche hat auch 2000 Jahre mit einem ganz tollen Buch. Es gibt keinen schöneren Text als die Bibel. Also die haben jedes Mittel, aber sie haben die Welt jetzt auch nicht unbedingt verbessern können. Es wird gemordet und belogen und Ehe gebrochen, wie eh und je. Also Menschen zu erziehen, das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Ich denke aber auch, dass das Fernsehen da mithelfen könnte. Es wird mir zu viel gekocht im Fernsehen und zu viel geschwätzt. Ich denke, das Fernsehen kann die Augen öffnen. Das ist das tollste Instrument, was wir überhaupt je gehabt haben, je bekommen haben, je in die Hände bekommen haben. Gut, als ich anfing, war Fernsehen eine Sensation. Da gab es vielleicht 4 Kanäle mit ORF und es gab keine Fernbedienung. Also wenn mich einer vom Schirm weghaben wollte, der musste aufstehen vom Sofa. Gut, das sind alles Dinge, jetzt werden wir überflutet mit Informationen, die wir gar nicht verdauen können, mit Bildern, mit einer Flut von Bildern, die wir gar nicht verkraften können, ist meine Meinung. Aber dieses präzise, eine Strategie haben, etwas wollen, das, was ich von jedem Politiker eigentlich verlangen würde, das würde ich auch von diesem unserem Fernsehgerät, von den Fernsehredakteuren, von den Machern verlangen. Ihr müsst doch wissen, warum ihr das macht. Ein bisschen Resignation höre ich jetzt schon raus aus dem, was Sie so gesagt haben. Das Fernsehen müsste doch den Leuten die Augen öffnen, die Politiker müssten mal in die Verfassung schauen etc. Sind Sie resigniert? Hätten Sie sich mehr erhofft? Ja, das gebe ich schon zu. Ich, wissen Sie, mein Freund Hansi Well hat das neulich einmal gesagt, wir deine Filme gleich versandt, da waren die Dorfstraßen leer. Ja, ist ja am Dorf aufgewachsen. Und die hast du ja nie bis dahin erreichen können, die Leute am Dorf. Da war ich ja sehr, sehr stolz drauf. Wenn mir eine Bäuerin gesagt hat, du, wenn ich deine Stimme höre, dann lasse ich alles in der Kugel stehen und gehe zum und raus zum Fernseher. Also, die haben ja nie in dem Maße Zeitung gelesen oder es steht ja auch nicht in den dörflichen Zeitungen das drin, was ich eigentlich für wichtig halte. Ich hatte mir schon vorgestellt, dass es tiefer sitzt. Aber es ist ganz klar, man kann nie mit einem Film, der da in der Abendschau liefen, die mit 23 Minuten. Ich wundere mich heute noch, wenn mir Leute erzählen, an was sie sich erinnern. Und ich weiß ganz genau, der Film ist seit 40 Jahren nicht mehr gelaufen. Also man konnte auch zwischen Werbeblöcken und zwischen Monaco, Franzi oder was weiß ich, konnte man Leute erreichen. Aber natürlich nicht jeden, das ist eine ganz große Illusion. Aber ich mag nicht, dass es in Deutschland so viele Wahltermine gibt. Die kommen gar nicht zum Regieren und die kommen auch gar nicht dazu, schwierige Entscheidungen zu treffen, weil sie schon wieder Angst vor der nächsten Wahl haben. Also das würde ich den Amerikanern nachmachen. Es gibt nur einen Termin fürs ganze Land und da können nicht andauernd Wahlversprechen gemacht werden, die ja immer schlecht sind und immer eigentlich auch
wieder die Zerstörung beschleunigen. Also man müsste schon einiges ändern, wenn man überhaupt das erreichen möchte, wofür ich gekämpft habe. Aber ich höre nicht auf zu kämpfen. Ich habe die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben. Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr lange Zeit, das ist ganz klar. Aber solange ich noch irgendwie kann, rede ich mit. Jetzt schreibe ich halt Briefe an die Münchner Bürgermeister und an den Landesdenkmalrat und an die Minister. Ich halte Reden im Landtag, wenn ich eingeladen werde. Aber aufgeben, hinschmeißen, nein. Also das könnt ihr jetzt nicht von mir erwarten. Solange sich da noch was bewegt, solange die Zunge noch funktioniert, will ich mitreden. Jetzt könnte man Ihnen natürlich bösartig, wenn man bösartig wäre, sagen, Sie leben ja total rückwärtsgewandt. Früher war alles besser, das muss man bewahren. Nach vorne schauen, das kann nur alles schlimmer werden. Aber es gibt ja auch Beispiele, glaube ich, wo Sie dann schon auch sagen, habe ich einen Filmausschnitt gesehen, das ist gelungene Architektur in ländlicher, dörflicher Umgebung. Also wo sehen Sie da die Punkte oder die Ansatzpunkte, dass man sagt, wir konservieren nicht nur das Leben von vor 200 Jahren, sondern wir gehen auch weiter voran, weil sonst würden wir heute immer noch in Höhen leben. Also was sind für Sie Kriterien, damit auch moderne Entwicklung reinpasst zu gewachsenen? Ich habe mich, wenn Sie wirklich, ich habe ja sehr viele Filme gemacht, aber wenn Sie so etliche angesehen haben oder hätten, ich habe immer versucht, das gute Beispiel zu zeigen, immer eine Lösung angeboten und keine schlechten. Also da bilde ich mir immer noch was drauf ein. Ich bin nicht für Modegags zu haben. Ich finde, wenn man so viel Geld ausgibt, wie man für ein Wohnhaus heute ausgeben muss, es wird ja immer teurer, dann muss das wohl überlegt sein und dann muss das irgendwo die Zeiten überdauern. Ich kann mich nicht damit zufrieden geben, wie ich das jetzt auch in der Kaufingerstraße oder wo in den Zentren der Städte erlebe, dass Häuser, mit denen ich aufgewachsen bin nach dem Krieg, oder Häuser, die in den 70er Jahren entstanden sind, die werden heute schon wieder abgerissen. Also so kann man nicht, das ist Energieverschwendung, es ist Verschwendung von Gedankenarbeit, es ist Verschwendung von Ressourcen. Also da denken wir denken so ans Wegwerfen andauernd. So denke ich nicht. Ich kann also, mein Qualitätsbegriff ist Haltbarkeit. Ich mag keine Massenwaren, sondern ich möchte wirklich auch vom Fließband Qualität haben. Ich liebe es, Autos zu fahren, bis sie zusammenbrechen, weil sie leider der TÜV nicht mehr durchlässt. Aber ich möchte eigentlich, dass alles, was wir produzieren, sehr, sehr lange hält. Und dass es einen Qualitätsbegriff gibt. Wie ich jung war, war Made in Germany nach dem Krieg. Also das war eine Herausforderung. Ich merke das eigentlich nur noch bei den Schweizern. Die sind so stolz, wenn da drauf steht Swiss Made und das Weiße Kreuz. Das möchte ich von uns auch haben. Wir konzentrieren uns viel zu sehr auf Wegwerfware. Ich kann nicht verstehen, wenn Mädchen oder auch Burschen Jeans anziehen, die schon in der Maschine zerfetzt worden sind. Das ist für mich pervers. Aber Qualität muss man lernen. Qualität, das muss man üben. Ich habe zwei Lehrer gehabt, die mir die meine Augen geübt haben, das Sehen gelehrt haben. Das finde ich das Allerwichtigste. Es gibt einen schönen Spruch, nicht das Auge sieht, sondern der Mensch. Von Kückelhaus hat das gesagt, ja, wir sehen mit zu wenig Maßstab.
Wir fordern zu wenig. Wir wissen gar nicht, was wir wollen sollen. Wir werden überschüttet von der besten Werbung aller Zeiten. Da hocken ganze Regimenter von Psychologen dran, um ein Werbeplakat zu gestalten und zu durchdenken, wie erwischen Sie mich, wie können Sie mich überreden, dieses Produkt zu kaufen, obwohl ich es gar nicht brauche. Also dieses Nachdenken übers Leben, was ich brauche, was ich nicht brauche, wie lange etwas, was ich haben will, der Tisch, der überlebt mich, darauf bin ich stolz. Ich habe hier nur Dinge, die sind schon alt, die haben schon 100, 200 Jahre auf dem Buckel und die gehen noch so weiter, wenn jemand darauf aufpasst. Was ich hier gebaut habe, wenn die Dachrinnen putzen und aufs Dach aufpassen und einfach das Haus gut versorgen, dann hält es 200 Jahre. So habe ich es gewollt und wenn keine Idioten nach mir kommen, dann wird es auch so funktionieren. Ob das dann denen veraltet vorkommt, ob es nicht der letzten Mode entspricht, also das darf einem in dem Moment nicht interessieren. Es gehört ja alles zusammen, wissen Sie. Sie haben jetzt gesagt, Natur, Städtebau, die Unwirtlichkeit der Städte, die Architektur, die hässliche, die aufdrängliche, die modische, die viel zu teure. Das sind ja alles Dinge, die letztlich in mein Weltbild gehören, die alle zusammen. Deswegen habe ich ja auch eine so breite Palette an Filmen, weil ich all diese Dinge ineinandergreifend empfinde, all diese Dinge für wertvoll halte, für unser Denken, für die Zukunft. Der Globus ist noch immer der gleiche. Wir werden immer mehr Menschen. Die landwirtschaftliche Fläche wird immer geringer. Es müssen aber alle ernährt werden. Das Wasser muss reichen, das Trinkwasser darf nicht so weiter vergiftet werden, wie es bisher unsere Landwirtschaft tut. Oh, das sind alles Dinge, die zusammengehören. Darauf ist es mir eigentlich angekommen, das wollte ich gerne hinterlassen im Fernseharchiv.